Mit dem Film Generation Kundus, der Krieg der Anderen, haben Sie ja eine Seite von Afghanistan gezeigt oder zeigen wollen, die sonst in den Medien nicht so präsent ist. Abseits von Krieg, abseits von diesen ganzen Schreckensmeldungen. Bei Ihnen in dem Film geht es wirklich um die Menschen und wie die Menschen den Alltag meistern. Was bedeutet denn genau der Alltag in Afghanistan für die Menschen? Was ist Alltag? Gibt es Alltag überhaupt? Ich komme gleich zum Alltag, der für mich eben doch sehr wohl was mit Krieg zu tun hat. Das ist sozusagen das Bildangebot, das anders ist. Die Ausgangslage ist ja die, wir haben fast nur noch Embedded-Bilder, das heißt Journalisten aus dem Westen, die mit Militärs begleitet oder mit diplomatischen gepanzerten Fahrzeugen durch das Land fahren. Da kann man Menschen auch begegnen. Diese Menschen werden weder begeistert noch sehr offen sein im Vergleich zu denen, die sie im Film sehen. Etwas anderes ist auch, dass ich länger in dem Land bin, zivil arbeite in der Medienausbildung und natürlich auch von mir aus weder sprachlich und kulturell da diese Bandagen haben, auf die Soldaten natürlich angewiesen sind. Und mir war es wichtig, ein Bild zu zeigen von einer Dynamik, einem Elan, einer Lebenslust, einer Lebensleistung junger Menschen. Ich will keinen überzeugen, ich will nur dieses Fenster aufmachen, zu zeigen, da ist noch was anderes als die NATO-Truppen, als die Bundeswehr-Soldaten. Wie fühlt sich das an? Wie sieht sich das an? Was ist Kriegsalltag? Was macht die besonderen Momente aus? Was sind Parallelen dieser Jugend zu uns hier mit ihren Wünschen und Träumen? Was unterscheidet sie? Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Protagonisten ausgewählt und wie sind Sie ihnen begegnet? Ausgewählt habe ich aufgrund meiner eigenen jahrelangen Erfahrungen, Begegnungen, gefühlten Wirklichkeit. Das heißt Medien, eine Frau, die in den Medien arbeitet, die Reporterin ist, die auch eine Talksendung hat, würden wir sagen. Das ist eine Realität in den letzten 10 Jahren. Das ist faszinierend zu schauen, gerade auch vor dem Hintergrund unserer Stereotypen. Das wollte ich. Und die kriegt auch ihre Probleme sozusagen im Umgang mit dieser Gesellschaft. Ich wollte verschiedene Schichten zeigen. Der junge Schuhputzer steht eher für das ärmere Afghanistan, das aber nicht dumm ist und auch nicht unselbstbewusst, sondern sogar, wie wir sehen, sehr auf den Punkt und agil. Ich wollte die Wahlen als Thema reinnehmen, weil man dort sieht, was Demokratie im Alltag bedeutet, aus Sicht der Menschen dort und nicht, wie wir es gerne sehen, dass wir mit großem D aufbauen und die Menschen vielleicht zu dumm sind, unsere tollen demokratischen Traditionen einfach schneller zu übernehmen. Ich überspitze das jetzt. Ich wollte auch die Problematiken, Gefahren, Vertrauensblockaden, die zwischen Menschen durch Krieg sind, mittlerweile zeigen. Das kommt auch in der Begegnung mit den Polizistinnen, glaube ich, rüber. Und ich wollte diesen Menschen die Möglichkeit geben, oder ich wollte hier, nein, umgekehrt, ich wollte hier den Zuschauern zeigen, was das Leben ist, wie ich es dort wahrnehme, frei von Voice-Overs. Dieser Film kommt ja nur mit der Stimme, ist ja untertitelt, also man ist ungestört dabei, die zu beobachten, was glaube ich auch selten ist. Wir kriegen sehr viele Fernsehdokumentationen, wo uns ein bisschen zwischen den Zeilen kommentiert wird, wie wir das zu interpretieren haben. Mhm.